Wir begrüßen euch herzlich hier vom Grundstück unserer Gemeinde in Aue. Diesmal mit einem herzlichen Glück auf. Ja, warum dieser Gruß? Heute ist unser letztes Online-Singen für dieses Jahr. Und ihr seht schon an der Kameraeinstellung, dass das heute ein bisschen abweichen soll von der Form, die wir aus den vergangenen Wochen kennen. Ihr dürft gern wissen, wir haben traditionsgemäß in unserer Gemeinde feiern wir immer die letzte Singstunde im Jahr. Und da kommen wir zusammen bei Kerzenschein, bei einer kleinen gedeckten Tafel und wollen ein Stück Gemütlichkeit und Gemeinschaft feiern und erleben. Und da darf jeder gern einen Beitrag leisten, musikalisch, Gedicht, irgendwas. Einfach, dass wir ja, diese Gemeinschaft eben in schöner Weise genießen. Das ist dieses Jahr nicht möglich. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen euch trotzdem ein Stück erzgebirgische Weihnacht, das Gefühl vermitteln und ja, für euch Geschwister hier aus Aue und aus dem Bezirk wollen wir es ermöglichen, dass ihr gerne mal ein erzgebirgisches Lied mitsingen könnt und für alle, die von weiter weg zugeschaltet sind, euch wollen wir gerne einen kleinen Einblick geben, die Traditionen, die Geschichte und da bin ich jetzt schon bei unserem Phil, der heute mit hier sein kann. Und der Phil ist selber aus unserer Gemeinde, ist Mitglied in einer Bergbrüderschaft. Und ich möchte den Phil gerne mal fragen, was hat es denn mit dem Gruß Glück auf sich? Also wo kommt er her? Was hat er für eine Bedeutung? Ja, erstmal der Name Erzgebirge leitet sich von dem reichen Erzvorkommen in der Region her. Und es ist überliefert, dass 1168 das erste Mal Erz gefunden wurde. Und da gibt es auch eine Anekdote dazu. Es ist wohl so, dass mehrere Männer mit einem Karren gefahren sind. Das war in der Nähe von Christiansdorf, das heutige Freiberg. Und da gab es während der Fahrt einen großen Schlag. Da ist man dann abgestiegen von dem Karren und hat geschaut, wo man drüber gefahren ist. Wo kommt denn der Schaden her? Und da hat man einen großen Stein entdeckt, wo der Karren drüber gefahren ist. Und dieser Stein sah aber nicht wie ein gewöhnlicher Stein aus, sondern hat silbern geglänzt. Und da hat man entdeckt, dass es Silbererz ist. Und daraufhin kam es zu einem großen Boom in der Region. Daraus folgend haben sich dann auch viele Städte gebildet, wurden viele Städte gegründet. Der Gruß Glück auf hat grundlegend zwei Bedeutungen. Zum einen, dass man seinem Kumpel unter Tage Glück wünscht, dass er eine reiche Erzader auftut. Und zum anderen, dass man ihm Glück wünscht, dass dann sein Kumpel nach der getanen Arbeit, nach der Schicht, wieder gesund und mit Gottes Hilfe nach oben an die Tagesoberfläche kommt. Somit war ein starkes Gottvertrauen auch hier vorhanden. Die Menschen hatten einen stärkeren Bezug zu Gott. Und wir können uns freuen darüber, dass in unserem Bezirk viele Gemeinden sind, wo heute noch eine starke Glaubensgemeinschaft vorhanden ist. Und ja, von dieser Energie aus unserem Glauben, da wollte unsere Jugend schon auf zwei Jugendtagen gern ein Stück abgeben. Und da kommt jetzt auch dieser Granitblock hier ins Spiel, neben dem wir stehen. Und ja, Phil, was hat es denn mit diesem Projekt auf sich? Dieser Stein ist das Ergebnis des Mitteldeutschen Jugendtages 2015 und das Projekt stand unter dem großen Namen Kaue. Kaue, das leitet sich her aus dem Bergbau. Eine Kaue ist ein Gebäude über Tage, wo sich die Bergleute vor und nach der Schicht umgezogen haben. Sie haben dort drin auch gebetet, aber auch musiziert. Das hat ihnen auch viel Mut gegeben für die Arbeit unter Tage, die sehr hart war, sehr schwierig war und auch das ganze Zeit dunkel war unter Tage. An diesem Stein haben die Jugendlichen des Mitteldeutschen Jugendtages gearbeitet und unter anderem auch der Schauer Schneider durfte erfahren, wie schwer das ist, mit Hammer und Meißel da etwas rauszukriegen aus so einem Stein. Und man sieht auch dieses Zeichen, das typische Zeichen für den Bergbau, die zwei gekreuzten Hämmer. Da wurde der eine Hammer durch das Kreuz ersetzt, das Zeichen für den Glauben. Und das ist auch das Symbol dafür, dass der Glaube und der Bergbau im Erzgebirge so sehr verankert. In das Bergbaugeschehen bekommen. Ich danke unserem Phil an dieser Stelle ganz herzlich und um euch jetzt ein Stück einzustimmen auf die Weihnacht im Erzgebirge, da hören wir jetzt einen Quartettbeitrag, auf den wir uns freuen und dieser trägt den Titel Ihr Leidle freit euch alle. In diesen vier Strophen wird uns ein schönes äußeres Bild der erzgebirgischen Weihnacht gezeichnet. Also der Schneefall, der Lichterglanz, der Glockenklang, alles was so ja, etwas fürs Herz ist.
Aber in der vierten Strophe wird auch der Frieden besungen. Der ist nicht nur fürs Erzgebirge bestimmt, der gilt für die ganze Welt. Lasst euch mitreißen von diesem Lied. Stimmt gerne mit ein, wenn ihr das Lied kennt. Und ja, dann melde ich mich aus der Kirche wieder zu euch. Um euch nun ein Stück von der erzgebirgischen Weihnachtstradition abzugeben, da habe ich unsere Geschwister Jakobi ein paar Fragen gestellt und auf die können wir jetzt ganz gespannt sein. Wie ihr wisst, aktuell unsere Fotoaktion, wo ihr gefragt seid, gerne Fotos von euch zu Hause an Max oder Thomas zu schicken, wo ihr euren Schwibbogen, eure Pyramide fotografiert und somit uns alle teilhaben lasst. Und wir haben dabei festgestellt, dass es so viele verschiedene Motive von Schwibbögen gibt. Und wir wollen uns jetzt gerne mal erklären lassen, was ist denn so das urtypische, das traditionelle Motiv eines erzgebirgischen Schwibbogens, was sind dort für Elemente enthalten. Das wird uns unser Bruder Jakobi jetzt kurz erklären und danach hören wir von ihm aufgenommen das sogenannte Schnitzerlied. Also man findet in einem Schwibbogen eigentlich ein Stück Leben. Das ist der Beruf, das ist die Familie, wie wir schon gesagt haben, und das ist die Tätigkeit. Die Symbolik, die uns rauskommt, hängt aber auch mit dem Königreich Sachsen zusammen. Man sieht es an den Schwertern, die abgebildet sind. Die sind nicht nur hier abgebildet, die sind auch in Meißen abgebildet, auf dem Porzellan. Das ist August der Starke, denn er hat es verursacht oder hat es gewollt zumindest, dass der Bergmann in bestimmte Uniformen kommt. Und die Uniform ist örtlich immer unterschiedlich. Im Erzgebirge durch diese schönen Umzüge erkennbar. Dann sieht man in dem Symbol drin einen Hammer und einen Schlegel. Der Hammer
ist ein viereckiges Gebilde und der Schlegel ist mit einer Finne verbunden. Damit wird das Erz aus dem Berg geschlagen. Das war die ursprünglichste Form, bevor die Technik Einzug gehalten hat. Ist auch klar. So, das könnte eigentlich reichen, um zu sagen, naja, es wurde schon erwähnt, es ist ein Rundbogen. Auf dem Bogen sind die Kerzen, das sind die Sterne. Und dann hat man noch die Figuren dabei der Mutter. Denn die Mutter ist eigentlich die tragende Kraft in der Familie. Und da sie sich immer nützlich macht, dass eine Mutter ist eigentlich immer eine starke Arbeitskraft in der Familie. Sitzt sie am Klippelsack, klüppelt, und das Klöppeln ist eigentlich hinzugekommen, weil die Arbeit des Bergmannes zu Bruch ging. Es gab nicht mehr genug Arbeit und dadurch wurde die Mutter zur Klöpplerin. Auch Männer haben geklöppelt, davon abgesehen, aber die Mutter vor allem. Und links entsteht der Vater, der hat mit dem Werkzeug, mit dem er ja umgehen konnte, auch versucht, das Holz so zu bearbeiten, dass daraus wertvolle Figuren entstanden sind. So könnte man sich mal das Mundloch darstellen. Aber eins noch dazu, es wäre hochinteressant vielleicht für alle. Das Erzgebirge ist ein zweiteiliges Gebirge. Wir haben das Osterzgebirge und das Westerzgebirge. Im Osterzgebirge hörte der Beruf des Bergmannes viel früher auf. Und da war die Not groß. Und da entstand die sogenannte Massenproduktion an Holzgegenständen. Heute noch. Und im Westerzgebirge, Anneberg runter zu, bis rauf nach Schönheide und Schneeberg, dort war natürlich wieder die künstlerische Seite tätig. Nämlich das Schaffen aus Holz mehr in der Richtung der Kunst. So könnte man das vielleicht darstellen, was so in den Schwibbogen so zum Ausdruck kommt. Es gibt viele Dinge, die man noch erwähnen könnte, aber naja, kauft euch selber einen Schwibbogen, dann wisst ihr, was los ist. Wir schnitzen, wir alten, wir bunge, und ein Lied wird ins Holz neu gesunge. Mol schnitzen mir grob, mol schnitzen mir fei, aber immer springt ins Mandel unser Herz mit nein. Mol schnitzen mir grob, mol schnitzen mir fei, aber immer springt ins Mandel unser Herz mit nein. Wir schnitzen de Bergleit und Engel und alles, was sich im Wald drängen. Kleine Kinder, die Bären, große Hirschle, die Rehren und ne Stiltner, Karl Danmar, alle zusammen verehren. Kleine Kinder, die Bären, große Hirschle, die Rehren und ne Stiltner, Karl Danmar, alle zusammen verehren. Wir schnitzen am liebsten einander, wie wir uns schinden als Manner. Der eine als Bauer, der andere als Schmied. Ja, wir haben unseren Stolz, der ins Holz übergeht. Der eine als Bauer, der andere als Schmied. Ja, wir haben unseren Stolz, der ins Holz übergeht. Nun erleben wir momentan eine Advents- und Weihnachtszeit, in der wir kaum zusammenkommen können aufgrund der Corona-Bestimmungen. Das ist traditionell gesehen mit dem Erzgebirge sehr gegensätzlich zu dem, was früher hier gelebt wurde, das sogenannte Hutzengehen. Und was es mit einem Hutzenabend auf sich hat, das habe ich mir von Schwester Jakobi erklären lassen und im Anschluss trägt sie uns auch noch ein schönes Gedicht vor. Ach, der Hutzen, der ist immer schön. Das muss ich euch mal sagen. Und zwar war es früher so, da hatten doch die Leute nicht so viel Geld. Und da sind sie zueinander gegangen. Bei dem Ende wurde richtig gespart. Und die anderen, die haben sich gesagt, wir tun nicht stricken, wir tun nicht klöppeln. Aber Hutzen geht, das Wort überhaupt, wisst ihr überhaupt, was das heißt? Das heißt auf Hochdeutsch Hut ziehen gehen. Was setzt ihr heute noch einen Hut auf und tut den anderen einen Hut ziehen? Das gibt es doch ganz selten einmal. Ne? Aber im Hutzen, da ist es wunderbar in der Hutzenstube.
Da sitzt man beieinander, da wird gequatscht und da wird alles Mögliche gemacht. Oder aber, man kann auch ein schönes Gedicht aussuchen. Ich glaube auch, du musst keine Zeit um, du musst doch gequatscht werden. Ja, ja, das stimmt, da hast du auch wieder recht. Das ist schon wahr. Und auch kein Fernsehen. Ach, nein, gut sehen. Heute, das ist schlimm, bist du heute mal zu deinen Nachbarn. Da sitzen sie wie angenagelt in der Flimmerkiste drin. Hast verschreckt, du zur Begrüßung kaum ein Wörtel rausgebracht. Du hast, sei still, es wird gerade einer ihm gebracht. Das ist doch alles nicht so schön. Ich stehe das mal ganz anders gedichtelt erzählen. Ja, ich gehe so gern zur Weihnachtszeit, wenn ringsim alles ist verschneit. Zum Abend, wenn alles still und la und wenn kein Auto Debs trinkt ha, ist die Glenaus auf unserer Höhe. Da wohnt ich durch den Christen Schnee und stoß mich nicht an der Kält, warum mir das so gut gefällt. Ich rot euch, geh doch einmal hin, bleibt auf dem Park ein Winkel stehen und guckt von ins Stadel nei. Ein Bild, wie's gar nicht schöner sei. Dei Haar mit Licht zu ruhig du, von Himmel lächt ein Stalle ruh. Doch glitzern tut's nicht mehr von a drunter lächt's aus alle Stuhm. Aus jedem Fenster spricht de Licht, das zu dir von Weihnacht spricht. Das ist egal, woher man sieht, bis Zengstingen auf das Lichten geht. Ich mach mich auf, im Heim zu gehen, Weihnachten zu. Ist das nicht schön? Im Erzgebirge gibt es bekanntlich sehr viele Traditionen. Da gibt es zum einen das Weihnachtsessen, also das Essen am Weihnachtsabend, das sogenannte Neunerlei. Aber da will ich jetzt heute nicht näher eingehen, denn das hat nichts mit Singen und mit Glauben zu tun. Eine andere Tradition, die passt da schon ein Stück besser hinein, das ist die sogenannte Mettenschicht. Was es mit dieser auf sich hat, das erfahren wir wieder von unserem Bruder Jakobi, gefolgt von einem Lied, der Himmel ist ein Lichterbuben. Da müssen wir immer wieder davon ausgehen, der Schwerpunkt des Lebens ist die Arbeit. Und der Bergmann, der damals die meiste Anhäufung der Arbeit hatte, zu den vielen anderen, die auch ihm beigetragen haben, der Schmied und das meine ich nicht. Der Bergmann als solcher hat unter der Erde gearbeitet, und hatte dann natürlich auch Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber der Göttlichkeit und auch nicht vergessen gegenüber von Geistern. Denn die Bergleute haben unter Dach alle Schatten und alle Bewegungen ganz anders gedeutet wie oben auf der Erde. Wenn das Jahr dann rum war, dann gab es die letzte große Schicht. Und wenn die Schicht beendet war, dann ging man gemeinsam in das Huthaus. Im Huthaus stand eine kleine Orgel, man sagt auch heute zu der Bergmannsorgel, eine kleine Orgel, die eintönig oder mehrtönig natürlich ein Lied begleiten konnte. Und dort hat dann der Bergmann seine Andacht gehalten. Die Mettenschicht ist also eine Danksagung an Gott. Der Himmel ist Stern sei aufgezogen, Weihnachten im Gebirg, Weihnachten im Gebirg. Der Wald ist still. Weihnachten im Gebirg. Tatsächlich verwandeln in der Advents- und Weihnachtszeit tausende kleine Lämpchen und Lichter das Erzgebirge in eine wirkliche Weihnachtslandschaft.
Und das hat auch seinen Ursprung im Bergbau. Wir können uns vorstellen, die Bergleute, die tagsüber unter Tage gearbeitet haben, die sehnten sich nach dem äußeren Licht. Und so wurden viele Lichter in den Straßen, in den Fenstern, in den Wohnungen entzündet. Und das ist die Gemütlichkeit, die wir auch heute noch erleben können. Aber das ist nur ein Gesichtspunkt der erzgebirgischen Weihnacht. Ja, was macht die erzgebirgische Weihnacht aus? Ich würde sagen, dass die Familie zusammenkommt und nicht bloß wegen der Geschenke. Nein, auch sonst, dass man sich mal richtig zusammensetzt und mal drüber nachdenkt, was so das ganze Jahr über war. Bei uns war es so Mode, die Großeltern, die Eltern, alle waren bei uns. Wir haben immer zusammengehalten, haben alle immer schön zusammengehalten. Und nach dem Essen, da haben wir uns ins Auto gesetzt, wenn es ging, und sind nach Grottendorf gefahren oder nach Scheibenberg gefahren, in die Fenster geguckt, was sie ausgestellt haben. Die einen hatten Lichterbogen, die anderen hatten eine Lichterpuppe, wie es halt so üblich war im Erzgebirge. Ist es unten in der Stube?
Nun hoffe ich, dass euch unsere kleine Reise durch die erzgebirgische Weihnachtslandschaft und Weihnachtstradition gut gefallen hat. Für alle die, die jetzt noch kein Lied so richtig mitsingen konnten, weil es doch nicht ihrem Dialekt entspricht, denen wollen wir auch heute noch gerecht werden und wir singen jetzt noch ein hochdeutsches Weihnachtslied, was wir alle kennen dürfen. Fröhliche Weihnacht überall. Das wird uns unsere Sina und Christian vortragen. Fröhliche Weihnacht, Versuch 38. So, nun sind wir schon am Ende unserer letzten Sendung für dieses Jahr angekommen. Und für mich ist das auch nochmal ein Punkt, um mich nochmal an euch, ihr Sänger, aber an euch alle, die ihr zugeschaltet seid, zu wenden. Und ich will als allererstes gerne auch meinen Dank einmal loswerden. Wenn ich zurückschaue, haben wir am 30. März unser erstes Online-Singen gehabt. Ich will euch einen kurzen Einblick geben, wie das damals war. In den Tagen davor ist so der Gedanke entstanden, wenn wir keine Chorproben mehr haben können, dass ich gerne diesen Montagstermin, wo wir unsere Singstunde hatten, gerne erstmal im Kalender behalten möchte. Auch bei den Sängern, weil ich hoffe, dass ihr Sänger auch, wenn dann Corona vorbei ist, wieder unseren Chor füllt, dass das nicht verloren geht. Es ist immer so mit so einer Sache, wenn etwas einreißt, das wieder aufzubauen, kenne ich aus Erfahrung und da wollte ich gern gegenwirken. Und da hatte ich mit unserem Thomas, mit unserer Antonia damals gesprochen, ich möchte sie jetzt mal exemplarisch herausnehmen und hatte ihnen meine Idee gesagt, hatte das im Vorfeld mit unserem Vorsteher abgestimmt und dann haben wir uns abgestimmt, wann nehmen wir auf? Wann nehmen wir unsere erste Sendung auf? Und dann war die Abstimmung wirklich so, machen wir es morgen, machen wir es heute? Okay, wir treffen uns in einer Stunde. Und so war das. Wir sind ganz spontan hier zusammengekommen, haben unsere erste Sendung aufgenommen und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen. Wir freuen uns, dass es sich verbreitet hat, dass viele auch immer wieder zugeschaltet sind. Und ich möchte jetzt danken allen, die hier immer für die Übertragung gesorgt haben. Unsere Techniker, unsere Sänger, unser Christian als Orgelspieler, mit denen das immer sehr unkompliziert möglich war.
Ihr könnt euch vorstellen, jetzt ist es gerade etwas aufwendiger, wo wir nicht so zusammenkommen können. Aber auch da werden viele Opfer gebracht und dafür mein herzlichstes Dankeschön. Und ich danke auch euch allen, die ihr immer wieder zugeschaltet seid, die ihr uns Zuspruch gebt. Nette Grüße, eure Kommentare, das erfreut uns, motiviert uns. Und so haben wir eine schöne Gemeinschaft und das macht uns stark. Ich möchte unserem Chor danken. Wir haben zwar dieses Jahr nur 3 Monate miteinander musizieren können, aber ihr seid auch so eine wichtige Tradition in der Gemeinde und an der wollen wir festhalten. Und ich baue ganz sehr auf euch. Ihr habt in den vergangenen Jahren so viel, ja, wir haben so an einem Strang gezogen und das macht mich unendlich dankbar. Und das wünsche ich mir auch für die kommende Zeit. Ja, ihr Lieben, wir wollen aber auch nie vergessen, für wen wir das tun. Das machen wir nicht für uns, für unser Lob. Nein, wir machen es für unseren Gott. Der steht oben an und er hat uns die Möglichkeiten gegeben und da sind wir dankbar. Und ihm wollen wir auch unseren Dank jetzt entgegenbringen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt noch kurz miteinander beten und im Anschluss dürft ihr noch einen musikalischen Ausklang hören. Das sind unsere Blechbläser aus dem Altbezirk Aue, die, ich meine, 2006 diese Aufnahme gemacht haben. Und die soll uns dann ein Stück in den Abend begleiten. Nun lasst uns beten. Guter himmlischer Vater, wir wenden uns zu dir. Und du siehst, unser Herz ist voll von Dankbarkeit. Dankbarkeit dir gegenüber, dass wir uns geborgen wissen bei dir. Dass wir uns als dein Kind bei dir geborgen wissen. Lieber Vater, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir hier erleben können. Wir danken dir für die Gaben, die du uns allen geschenkt hast, allen Sängern, allen, die nette Gedanken äußern, die füreinander eintreten im Gebet, einfach da sind füreinander. Dafür danken wir dir. Lieber Vater, und das macht uns so reich. Und wir wollen es auch behalten, wollen es fördern, wollen das auch ausbauen. Lieber Gott, und wir beten jetzt füreinander, dass du uns im Alltag hilfst. Jetzt ganz besonders in der Advents- und Weihnachtszeit, wo wir viele wissen, die ihre Sorge vielleicht auch damit haben, vielleicht einsam sind, sehr traurig sind. Lieber Vater, schenke auch dort deine Liebe, ein Stück Wärme. Lieber Vater, wir bitten dich überall dort, wo vielleicht auch irgendwas im Argen liegt, wo ein Konflikt ist, dann lass diesen doch mit Hilfe deiner Liebe auch bald gelöst werden. Wir wollen dich genauso bitten für alle Seelen, die schon verstorben sind, die dich vielleicht auch noch gar nicht kennengelernt haben. Lass sie doch die Botschaft der Liebe erreichen, dass du auch für sie gekommen bist und dass sie den Weg zu dir finden. Lieber Vater, wenn wir heute ein Stück in den Bergbau und die Tradition geschaut haben, dann wollen wir auch derer gedenken, die dort umgekommen sind, aber auch allen anderen, die in ihrem Beruf umgekommen sind, lieber Vater, auf tragische Weise, wollen wir einmal heute besonders auch mit im Gebet bedenken. Lieber Vater, nun geleite uns durch die Zeit. Gib uns deinen Frieden, schenke uns ein schönes Weihnachtsfest. Lass uns bitte gesund bleiben, auch in dieser Zeit. Hilf allen Ärzten, allen, die im Gesundheitswesen tätig sind, aber alle anderen, die sich auch sehr aufopfern und bis an ihre Grenzen gehen. Lieber Vater, hilf allen, die deine Kraft brauchen. Schenk sie ihnen doch. Und so lass uns auch, wenn wir vielleicht nicht so zusammenkommen können zu Weihnachten, wie wir das gewohnt sind, trotzdem inneren Frieden haben. Und so geh du mit uns mit, segne uns alle. Komme bitte bald, lass uns immer in der Erwartung stehen, dass du bald kommst. Lieber Vater, diese Adventsfreude, die wollen wir auch ins neue Jahr mit hinausnehmen. So erhöre uns bitte, um Jesu Willen. Amen. So ihr Lieben, damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch alles Gute, eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, aber auch dann einen schönen Übergang ins neue Jahr. Wir melden uns dann, ich habe jetzt gerade gar nicht das Datum, aber ihr werdet das schon erfahren, wann wir wieder starten, nicht gleich am ersten Montag im neuen Jahr. Wir gönnen uns jetzt mal eine kleine Pause, euch auch, alles Gute und dann bis zum nächsten Jahr. Macht's gut.